So, hallo liebe Hundefreunde und Freundinnen. Heute möchte ich eine Variante zeigen, wie du deinen Hund füttern kannst. In diesem Fall bei mir, ich habe heute Kutteln für meine Hunde, Rindermagen, den kannst du vom tierischen Anteil bis zu 20% füttern. Ist gut für die Darmflora und schmeckt den Hunden auch recht gut. Was ich dir jetzt vorstellen möchte, hat mehrere positive Effekte. Also auf der einen Seite eine Grenzensetzung, ja, also wenn ich das abstelle, dass die Hunde nicht gleich hinstürmen, sondern dass ich da erstmal noch meine Ressource habe und die möchte ich jetzt verstecken. Ich sage den Hunden, sie sollen warten, sie können mir beim Verstecken zuschauen und gebe ihnen dann über den Blickkontakt das Signal, dass sie suchen gehen dürfen. Was passiert dabei? Die Hunde setzen ihre Nase ein, sie finden das Futter ausschließlich über ihre Nase, was auch zur geistigen Auslastung wieder zählt und haben außerdem sehr, sehr viel Spaß und Freude daran. Die Fütterung dauert viel länger und wenn ich jetzt vorher den Hund körperlich ausgelastet habe, jetzt noch ein bisschen geistig auslasten möchte, ist es eine sehr gute Variante, wie ich den Hund füttern kann. Also, ich lege los und schaue einfach zu. Ich sage meinen Hunden bitte einmal warten und fange an zu verstecken. Wenn dein Hund anfragt, ob er nicht doch mitkommen will, dann sagst du ihm einfach, nee, bitte stopp, warten. Ich verstecke die jetzt am Boden, sowie auch zwischen den Bäumen und suche mir da individuelle Plätze aus. So, also du hast gesehen, ich habe ganz kurz Zeit gebraucht, um das Futter auszuteilen. Und jetzt schauen wir uns an, die Hunde brauchen meistens viel länger Zeit, als wenn sie das im Napf bekommen. Wenn ich dann den Blickkontakt von den Hunden habe. Ja genau, und ich habe es noch so versteckt, dass unterschiedliche Hunde eben auch unterschiedliche Aufgaben haben. Also eins ein bisschen höher, wo der Kali drankommt, auch weiter unten, damit die Viola auch drankommt. Und auf Los und Blickkontakt geht es dann eben los. Okay, guten Appetit. Und die Hunde dürfen Futter suchen gehen. Jetzt haben wir hier die Katzen dabei, die ganz neugierig sind, die Jungen auch. Und unsere andere Katze, die Zora, die auch bei dem Spiel dabei sind. Also man sieht jetzt hier ganz gut, dass die Hunde ausschließlich über ihre Nase suchen und sich sehr freuen, wenn sie das Futter auch gefunden haben. Da ich jetzt Kutteln verteilt habe, habe ich einen Handschuh eingezogen, weil das sonst relativ stinkt. Also für sensible Nasen ist es vielleicht nichts. Und mit dem Handschuh hat man das dann gleich. Man sieht ja auch ganz gut, jeder Hund geht unterschiedlich mit dem Futter, das er findet, um. Der Kali verschlingt es sofort. Die Viola sucht sich noch ein Plätzchen, braucht viel länger, um drauf rumzukauen. Wobei dann auch wieder die Verteilung passt, weil der Kali ja mehr braucht zum Fressen und die Viola ein bisschen weniger, weil sie ja auch viel kleiner ist. Was vielleicht auch noch ganz spannend zu erzählen ist, dass die Hunde, wenn sie das Futter auch durchgefunden haben, dass sie bis zu dreimal nachkontrollieren gehen, was auch mit zu der Übung dazugehört, dann lässt man sie einfach eben noch nachkontrollieren, ob sie nicht doch irgendwo noch was vergessen haben. Ist alles Nasenarbeit, mentale Beschäftigung und der Hund, wirst du sehen, wird danach sehr müde sein.